Hi Leute, willkommen zum neuen Leben in Ungarn Video. Diesmal geht es um News aus Ungarn, aber ja, nicht ganz aktuell, aber aktuell genug. Vielleicht der eine oder andere hat es noch nicht gehört. Und das geht um, also in diesem Video geht es um den Lebensmittelpreisstopp. Also es sind ja in Ungarn ausgewählte Lebensmittel unter einem Preisstopp, also preisgedeckelt, mit dem Preis von, glaube ich, von 2020 irgendwann wurden die Preise eingefroren, also bei diesen die Lebensmittel bei diesen Preisen eingefroren. So ist es richtig. Und jetzt hat die Regierung entschieden, also hier auf Ungarn heute war es am 14.12., also Mitte dieses Monats, war es, dass die ungarische Regierung den Lebensmittelpreisstopp bis Ende April nächsten Jahres verlängert hat. Das ist jetzt einmal, ja, für den einen oder anderen weniger wichtig. Natürlich für Deutsche, die in Deutschland sind, ist das jetzt schnurzegal. Aber für Österreicher kann das schon wichtig sein. Denn es gibt bestimmte Lebensmittel. Also wir waren zum Beispiel heute in Güssing drüben, haben da mal zum Beispiel Speiseöl angeschaut. 2 Liter Speiseöl waren, glaube ich, 4 Euro. 4 Euro irgendwas. Na Blödsinn. Also ich habe jetzt die Aufnahme kurz stoppen müssen. Ich habe meine Partnerin gefragt. Sie sagt, 2 Liter Speiseöl war 6,49 Euro. 6,49 Euro rechnen wir mal nur 6,49 mal einfach nur mit 400. Das sind 2596, da wird aufgerundet 2600 forint. Und hier beim Lidl zum Beispiel bekommt man 2 Liter Speiseöl für 1600 forint. Was, ich glaube, 1600 haben wir heute bezahlt, weil wir haben dann das Speiseöl hier in Ungarn gekauft, ist ja logisch. Man kauft dort, wo es günstiger ist. Und mit den eingefrorenen Preisen ist es auf jeden Fall günstiger als in Österreich. Und das könnte natürlich ausschlaggebend sein oder wichtig sein für Österreicher hier aus dem Grenzgebiet Burgenland. Die können einfach nach Ungarn rüberfahren und eben zum Beispiel günstiger Speiseöl kaufen oder halt die anderen preisgedeckelten Lebensmittel. Man braucht nur einfach ein bisschen die Preise vergleichen. Und das ist natürlich jetzt nicht nur für Ungarn ist es auf jeden Fall wichtig. Also für die ungarischen Bürger ist es auf jeden Fall ein wichtiges Ereignis bzw. wichtige News, dass eben die Lebensmittelpreise von bestimmten Lebensmitteln bis Ende April nächsten Jahres dieser gedeckelte Preis eben bleibt. Und für Österreicher aus dem Burgenland, aber auch zum Beispiel aus dem angrenzenden Niederösterreich oder Steiermark, die haben sie auch nicht allzu weit nach Ungarn. Die können eben auch solche Lebensmittel hier günstiger einkaufen. Und das ist schon auch wichtig. Und ja, natürlich. Kraftstoffpreise, das war sowieso zu erwarten, dass das aufgegeben wird. Man kann nicht etwas lange halten und ich denke mal, da wurde auch getrickst, einfach weil man das nicht mehr länger aufrechterhalten wollte. Aber der Preisdeckel für bestimmte Lebensmittel, also Preise, bleibt bis Ende April nächsten Jahres. Das ist natürlich gut. Das ist nicht nur für die Ungarn gut, auch für angrenzende Österreicher, die oft nach Ungarn kommen, einkaufen, eben weil man diese Lebensmittel hier günstiger bekommen kann. Also einfach Preise vergleichen, die heimischen Preise, die ungarischen Preise bei diesen gedeckelten Lebensmittel und dann kann man dort kaufen, wo es halt günstiger ist. Und bei dieser Inflation ist ja jedes Angebot, was günstiger ist als der teure Preis, ist willkommen, denn so kann man wenigstens noch immer etwas sparen und das ist auf jeden Fall für jeden gut. Ganz gleich, ob man jetzt Ungar ist, Österreicher oder Deutscher. Also
wo man sparen kann, sollte man das auch tun. Und ja, wenn man diese Preisdeckelungen bei den bestimmten Lebensmitteln in Anspruch nehmen kann, dann sollte man das auch tun, denn ja, keiner hat Geld zum Verschenken. Also in diesem Sinne, ja, ich bin ein wenig verkühlt, hört man vielleicht, ja, es wird wahrscheinlich noch ein Video vor Weihnachten geben, ja, und dann weiß ich nicht, ob es dieses Jahr noch ausgeht, aber dazu dann im nächsten Video vor Weihnachten noch mehr. Also, in diesem Sinne, über einen Daumen hoch, über ein Abo, würde ich mich sehr freuen und wir sehen und hören uns im nächsten Leben in Ungarn Video.